Merkwürdige Dinge passieren in Eldrador. Seit einiger Zeit riecht es irgendwie verbrannt. Haha, Leutchen, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Boah, ich freue mich so dermaßen, boah, auf dieses riesengroße Paket. Ich habe noch nicht reingeschaut, ist noch hier original verpackt. Genauso kam es hier bei mir an. Und da werden wir heute reinschauen. Ich mache eine Preview, eine Vorschau auf das, was wir hier drin finden. Boah, und hier finden wir die Eldrador Creatures, eine ganz neue Serie von Schleich. Und ich habe mich so dermaßen drauf gefreut, ich kann es euch überhaupt gar nicht sagen, wie ich mich da drauf gefreut habe. Ehrlich, endlich mal wieder hammermäßige Fantasy-Figuren. Die sind wirklich klasse. Also alleine das, was ich bisher schon auf den Bildern gesehen habe, das gibt mir Hoffnung. Oh mein Gott. Hope and Joy, Freude, werft mir Blumen ins Haar. Oh mein Gott, finde ich super. Ihr wisst ja alle, ich war schon mal längere Zeit auf YouTube. Dann habe ich meinen Kanal mehr oder weniger eigentlich fast gelöscht. Das heißt, ich habe alle Videos runtergeschmissen aus lauter Wut. Dann habe ich sie mit der Zeit wieder hochgeladen. Und viele der alten Videos sind natürlich nicht mehr drauf, weil ich einfach noch nicht dazugekommen bin, die zu bearbeiten, wieder neu hochzuladen. Aber da habe ich unter anderem manchmal so Vlogs gemacht, wo ich unter anderem auch erzählt habe, dass ich mit einer ganz bestimmten Serie hier im Sammlerbereich groß geworden bin und die nennt sich Enchantica. Oh mein Gott, die großartige oder eine der großartigsten Fantasy-Serien, die jemals dieses Licht der Welt erblickt hat, ganz klar. Drachen, Zauberer, Monster, Trolle, Hexen, alles, was man sich vorstellen kann. Und vor allem Elemente, Jahreszeiten. Davon war die Serie bestimmt. Der Hammer. Ja, und eine Figur gibt es bei dieser neuen Eldrador-Serie, die erinnert mich extremst an eine Figur von Enchantica. Welche das ist, das werden wir uns im Laufe dieses Unboxings hier anschauen. Oh, ich freue mich so dermaßen, Schleich. Ich freue mich so, echt. Eine Zeit lang konnte man das Thema Jahreszeiten oder Elemente nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Ist aber jetzt wirklich eine lange Zeit ins Land gegangen, wo man echt wieder Bock auf sowas hat. Genauso wie ich unfassbar Bock auf diese Serie habe. Lange Rede, lasst uns das Ding hier auspacken und die Figuren anschauen. Ich schneide mal überall auf, damit ich das schön öffnen kann. Ist ein bisschen umständlich, da der Karton saumäßig groß ist. Ich krieg's eigentlich kaum hier auf meinen Tisch drauf, aber ich krieg's schon irgendwie hin. So, also Deckel. Leute, Eldrador-Naht. So, extrem verpackt. Und es gibt einige Figuren. Ich meine, die ersten 11 wären schon drin. Ein paar fehlen noch, sind noch nicht erschienen. Aber allgemein muss man sagen, kam jetzt tatsächlich früher auf den Markt als gedacht. Eigentlich ab August angedacht. Wir haben jetzt Mitte Juli und zack sind die hier erschienen. Oh, der Hammer. Hier mal die ganze Verpackung raus. Und ich sehe schon, ach Gott, Gott, wie Hammer. Ach Gott, Leute, wie herrlich, oh mein Gott, guckt euch diesen, keine Ahnung, Steinbeißer, Steintroll, was auch immer an. Wow, Schleich, auch ich freue mich so. Ich sage ja so wahnsinnig gern Positives über Sammelfiguren und ich glaube, hier finde ich echt ein Eldorado an Fantasy und Kreativität, ja. Wahnsinn. Also wir schauen hier kurz eine Figur nach der anderen an, aber ich muss den Karton hier jetzt echt runter tun. Das ist definitiv zu viel. Was habe ich hier gesehen? Übrigens genau. Der neue Schleichkatalog für Januar, Juni, also noch die erste Hälfte. Ich glaube, den zweiten fürs zweite Halbjahr gibt es noch gar nicht. Aber wie auch immer, Leute, es geht los. Und ich meine, okay, oh, guckt euch an, Hammer. Wenn du schon so viel in 30 Jahren gesehen hast, wie ich jetzt sammle, ich meine, da gibt es eigentlich nichts, was neu ist. Auch die Figuren aus der Serie hat man mehr oder weniger alle schon mal gesehen in anderen Serien, in einer anderen Gestalt und so weiter und so fort. Aber ich finde toll, dass Schleich dieses Thema mal wirklich in die Hand nimmt und auch entsprechend hammermäßige Figuren hier produziert. Und an dieser Stelle muss ich jetzt schon mal hier meinen Hut ziehen und allerbeste Glückwünsche verschicken, auch an den
Skulpteur, an die Macher der Serie, die Leute hinter den Figuren, bis sowas überhaupt steht, bis ihr es auf den Tisch kriegt. Ja, das ist immer, was ich ein bisschen schade finde. Man sieht immer nur die Figuren, aber man erfährt eigentlich nichts über die Skulpteure, die Modelleure, die Painter, alles, was damit zusammenhängt. Und das interessiert mich eigentlich genauso wie die Figur an für sich, wie das fertige Stück, was dann vor uns auf dem Tisch steht. Ne? Drum hier an dieser Stelle seid mal alle hier gegrüßt, die an den Figuren hier beteiligt waren. Also großartig, großartig. Und was ich auch noch sagen wollte, großartig, Leute, großartig. So, guckt mal dieses Riesenteil hier an. Boah, das ist riesig groß. Das seht ihr an meiner Hand. Ich werde es natürlich auch in den Einzelreviews da noch ausmessen mit dem Rupimeter, wie groß die tatsächlich sind. Also hier haben wir auf jeden Fall den Lavadrachen. So sieht's aus. Und es sind Luxustüten, das heißt, sie sind perforiert. Man kann sie einfach aufreißen und das mache ich jetzt auch hier. Werft mir Blumen ins Haar, das ist ja der Hammer. Cool, coole Farben, coole Form, coole Flügel. Wow, natürlich wieder uncoole Flügelgelenke, egal. Aber ich meine, sie haben es wenigstens so gemacht, dass man es angucken kann. Es ist Spielzeug nach wie vor, muss man das sagen. Kann man das Maul öffnen? Oh Gott, man kann auch nur das Maul öffnen. Ja, wie Hammer ist das denn? Okay, klasse. Also, das auf jeden Fall der Lavadrache von den... So sieht übrigens das Zeichen aus von den Eldrador Creatures. Yes! Okay, und die Einzelreviews, wie schon gesagt, die folgen hier alle. Natürlich auf dem Rupi Bolz Kanal. Ihr werdet sie wahrscheinlich bald überall sehen, überall finden. Und ich hoffe nur, dass ich sowas auch durchsetze, ne? Weil die Leute gehen nur noch ab auf Lizenzartikel. Ja, dabei gibt es so tolle andere Geschichten, die halt keinen Film im Hintergrund haben oder irgendwelche bekannte Schauspieler, Merch oder sonst was. Aber die Figuren verdienen einfach Beachtung. Guckt euch doch alleine schon den Schweif hier an. Wie Burner ist das denn, bitteschön? Krass. Absolut krass. Super. Super, super, super. Also, der Lavadrache. Wie oft sage ich es noch? Keine Ahnung. Ich kann mich nur ganz schwer von dieser Figur hier trennen. Möchte es eigentlich gleich am liebsten auspacken. Aber wie schon gesagt, das hier ist eine Vorschau auf alle Figuren, die ich jetzt hier mal bekommen habe. Wahnsinn. Boah, was eine Größe. Was für ein cooles, hammermäßiges Teil. So, nächste Figur. Ich greife blind in Karton. Als nächstes haben wir hier diesen Eisdrachen. Ja, den kennt man eigentlich schon als Eisstürmer. Den gab es schon in einer anderen Version. Oh, dem hat es den Flügel hier rausgenommen, aber kann ich wahrscheinlich ganz leicht wieder reinstecken. So, dann ihn auch gleich mal auspacken. Ist ja auch so eine tolle Perforation. Nö, egal. Ich hole ihn trotzdem. Doch, 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 hier. Hier, jawohl, super. Ah, schön verpackt, sicher verpackt und trotzdem hat sich der Flügel hier verabschiedet. Aber nicht schlimm, ist ein Kugelgelenk, kann man ganz einfach hier, Achtung, plopp, wieder reinstecken. Und der sieht hammermäßig gut aus. Wow, dieses Mal hat er auch transparente Flügel. Guckt euch das an, die Zwischenräume zwischen den Flügelrippen. Das ist ja cool. Super Teil. Ja, habe ich ihn halt zweimal. Ich werde ihn auch mit der anderen Version noch vergleichen. Jo, den haben sie halt jetzt einfach mit in die Serie hier aufgenommen. Passt aber sehr gut dazu, weil er ist echt super krass. Und ja, wirklich toll mit diesen transparenten Teilen hier. Toll umgesetzt. Wow, echt wow. Was für tolle Figuren. Und in dieser Version echt super klasse gelungen, oder? So stellt man sich doch einen Eisdrachen vor. Wahnsinn! Der knistert richtig vor lauter Kälte, ne? Und sowas begeistert mich halt total. Dieses Verspielte, ne? Auch mit dem klaren, transparenten, das ist halt, wow, das ist einfach klasse. Und es fühlt sich halt auch an wie eine echte Schleichfigur. Das ist schön, das ist super. Ach, ganz, ganz toll. Hier, und guckt euch den mal im Gegensatz zu diesem Lavadrachen hier an, ne? Das ist der Hammer. Da wirkt der ja richtig winzig dagegen. Klasse, oder? Was eine Schlacht, ne? Feuer gegen Eis. Hammer. Mehr brauchst du nicht. Das ist wow, das ist Abenteuer pur. Super. Absolut super. Ein Traum. Kommt im Einzelreview. Dann als nächstes wirklich dieses Mörderteil hier. Der Wahnsinn. Wie heißt das Vieh hier? Steinmonster. Okay. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes Steinmonster. Gott, ist der cool. Ist der cool. Kommt besser wie auf den Bildern, kann ich jetzt schon sagen. Auch hier schön pariert. Zack. Boah, haben sie den verpackt, hey. Guckt euch das mal an. Wow, wie krass ist das denn? Beweglich, ne, in der Hüfte, oder?
Ja, kann man bewegen, alles klar. Guckt euch das Teil hier an und das Maul kann ich auch noch öffnen. Wie Hammer-Ober-Endburner ist der denn, bitteschön, oder? Ist das krass oder ist das krass hier? Die Arme packen wir dann im Einzelreview aus. Hier hat er sogar so einen grünen Kristall in der Hand. Erinnert natürlich teilweise auch, na klar, wer jetzt noch nicht so lang sammelt wie ich, erinnert teilweise ein bisschen an die Skylanders natürlich. Aber hier halt in einer unfassbar geilen Form. Und auch die Farben, dieses Steingrau und nicht nur ein Grau, sondern ganz, ganz viele Töne hier drin. Wie toll, wie super umgesetzt. Der reine Wahnsinn. Klasse. Boah, Schleich. Also mit der Serie macht ihr alles richtig. Da bin ich jetzt schon 1 plus, oder? Das ist einfach nur Burner. Sag ja, ich bin total begeistert. Hey, echt. Ich glaube, über kurz oder lang haben die Geschichten dann auch LED, wo wahrscheinlich alles leuchtet. Oh, hier hat er sogar auch noch Kristalle auf dem Buckel. Hier Moos bewachsen und das alles. Ist das nicht Hammer? Das ist nicht ultra hammermäßig? Boah. Wie krass, Leute, wie krass. Ach toll, und der wiegt auch was, der ist wirklich massiv und ja, einfach nur toll, einfach nur toll. Klasse, gleich die nächste Figur hier angucken. Oh Mann, ach Gott, und das habt ihr hier noch extra eingewickelt. Ihr seht das auch mal in einer tollen Verpackung, also auch das Design der Verpackung. Ich habe mir mal die Seite vom Künstler angeschaut. Also ganz, ganz toll gemacht, das Ganze. Also man kann da nur gratulieren. Das ist eine rundum gelungene Geschichte. Also da braucht man gar nicht lang um den heißen Brei zu reden. Das ist einfach top. Guckt euch die Verpackung an, ne? Alleine so die Zeichnungen hier auch schon. Es gibt eine Zeichnung von so einem Lava-Menschen gegen einen Eistroll. Ist jetzt hier nicht drauf, aber alleine das hier, das ist so stimmungsvoll, die ganze Aufmachung hier. Toll, toll, echt toll. Ja, und hier haben wir so einen Skelettkrieger. Ja, wie, oder? Wie Hammer ist das denn, bitteschön, mit einer grünen Keule? Krass, absolut krass. Und auch die Schuhe, die Stiefel, die er hier anhat, oder Knochenhaxen, keine Ahnung, auf jeden Fall. Mega krass das Ganze, cooler Widderhelm, super, echt super cool. Grüne Augen, ne, pfeift euch das rein. Das ist Fantasy pur, ne. Die Keule wirkt da fast schon ein bisschen albern mit diesem angesteckten Teil hier, aber egal, dieses Skelett ist so dermaßen krass. Mega Hammer cool. Super. Sind auch nicht wirklich teuer, die Figuren, ne? Also ihr werdet euch wundern, wenn ihr es im Laden den seht. Boah, tolle Verpackung, echt. Also da, das möchte ich fast nicht auspacken, ne? Die sehen so schon klasse aus mit dem Hintergrund, mit den Steinfelsen und so weiter und so fort. Wie schon gesagt, echt schönes Design. Altersempfehlung, ne? Von 7 bis 12 Jahre. Oder weit, weit drüber hinaus, denn ja, ich bin diesem Alter schon einige Jahrzehnte entwachsen, ne? Geil, geil, Skelettkrieger. Dann habe ich hier das nächste, das ist das krasse Gegenteil. Und zwar ist es irgendwas mit Lava, ein Lava-Krieger oder so ein Felsen-Lava-Teil. Oh Gott, 1000-mal umwickelt, pass auf. Kathi hilft mir da kurz, dann geht es ein bisschen schneller. Nicht nachmachen, ja? Wenn Rufi mit Messern spielt, bitte nie nachmachen. Yay, auch extra hier noch umwickelt. Klasse. Sieht aus wie der weiße Mantel der Echse von Spider-Man. Klasse. Wow, was hat denn der? Eine krasse Feuerkeule. Guckt euch das an. Und das ist genau der Charakter, der diesem Eistroll gegenübersteht. Ist die Zeichnung hier irgendwo drauf? Nee, leider nicht. Die ist mega cool geworden. Aber hier seht ihr den Charakter auch nochmal abgebildet. Klasse, oder? Total aus Lava bestehend und scheint echt mächtig zu sein. Klasse. Und die Waffe ist also wirklich ist super cool. Fühlt sich alles klasse an. Arm kann man bewegen, ne? Ja, kann man auch noch bewegen. Bombig, bombig. Müsste nicht sein, aber ich finde es klasse. Vor allem sind halt so Figuren, wo man es halt auch nicht sieht, ne? Weil es einfach nur hier krasse, grobe Übergänge sind. Da lasse ich mir das gefallen, ne? Im Gegensatz bei so feinen Figuren, wo man dann jeden Schlitz überall sieht. Aber mein Gott, ja, es ist Spielzeug und es ist fantastisches Spielzeug. Oh mein Gott, wie lange wartet man auf sowas, ne? Klaro, gab's alles schon, aber das kommt wirklich in einem ganz neuen Gewand, in einer ganz neuen Qualität und halt in einer unfassbar guten Bemalung. Ja, also wow. Echt, wow, fantastisch. Steht eigentlich hier irgendwo der Name von dem Viech? Nee, ne? Nur die Nummer.
Okay. Also, und das hier zeigt an, ihr könnt den Arm bewegen und die Waffe hier. Schätzungsweise kann man die auch noch abnehmen, ne? Also, sehr schön. Schauen wir uns im Einzelreview an. Super cooles Teil hier, echt. Dann als nächstes. Hier sehe ich gar nichts, weil es unfassbar gut eingepackt ist. Ich glaube, ich schneide es hier gleich wieder auf. So, vorsichtig, nicht den Karton verkratzen. Ihr wisst ja, ich hebe sowas immer auf. So, das werde ich jetzt hier tatsächlich mal abwickeln. Und ja, ich sehe schon, was es ist. Oh mein Gott, guckt's euch an. Wow, ein zweiköpfiger Lava-Wolf oder was auch immer. Ne? Guckt euch das an hier. Sogar das Maul innen grün gemacht. Boah, leuchtende Augen mit Rot und mit Orange. Ne? Und der Schweif ist ja einfach nur Burner. Guckt euch das an, oder? Krass, der passt natürlich super zu diesem Lava-Giganten. Ne? Die beiden gehen schätzungsweise beide gemeinsam auf die Jagd oder kämpfen gegen irgendwelche Eismonster. Ne? Wie super krass die Viecher. Und auch die Skulptur super gemacht, die Zähne, auch der Ausdruck in dem Gesicht. Ja, das ist richtig herrlich aggressiv, boah. Toll, toll, schön. Und dann sehe ich hier auch schon wieder wahnsinnig viele kleine Details an Flammen oder so. Lava-Explosionen auf dem Rücken, so sieht's auf jeden Fall aus, ne? Fantastisch. Das ist halt echt genau meins, ne? Das ist genau mein Ding. Und sowas braucht sich doch echt hinter keiner Lizenzfigur verstecken, ehrlich. Vom Design her, die aufmachen, guckt euch alleine schon diese Brust hier an, diese Lava-Brust. Krass. Oberkrass, das Teil. So, hier seht ihr dann auch nochmal im Ganzen. Die Namen und so weiter, die erfahrt ihr dann in den Einzelreviews. Ich habe jetzt gerade die Liste gar nicht da. Toll. Einfach nur toll. Lava-Wolf mit zwei Köpfen. Hammer. So, als nächstes geht's mit diesem Vieh hier weiter. Das ist wieder ein anderes Element. Ich glaube, hier kommen wir eher so in Richtung, oh, keine Ahnung, Grün, Erde, Wald. Ich mache auf jeden Fall mal dieses Gedöns hier weg. So. Ah, ohne meine Kati, ne, wäre ich gar nichts. Und hier haben wir einen Bär. Ja, wie cool. Ja, wie krass. Ja, wie Oberhammer ist das denn? Warte mal, kriege ich das hier einigermaßen weg? Vorsichtig. Ja, 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 ja. Boah, guckt euch diesen Grizzly hier an. Boah, ein grimmiger Grizzly. Klasse. Geöffnete Tatze. Die Bemalung ist der Hammer. Auch er hat wie so ein Stein. Kreis um sich herum mit grünen, transparenten Kristallen oder was weiß ich. Auch hier ganz viele Wunden oder Zeichen ebenfalls in grün. Das sieht aus, als ob er grünes Blut hätte. Ne? Auch hier überall so Kratzer und Schlieren. Das Fell ist toll geworden. Die Farbe ist toll gewählt. Das Maul sieht ein bisschen, ja, aber es ist ein Fantasy-Bär. Also von dem her lasse ich das alles durchgehen. Von vorne sieht er auf jeden Fall Weltklasse aus. Ich weiß schon, die Schnauze wirkt hier ein bisschen zurückgezogen wegen den Grimmigen. Ne? Es ist toll. Es ist wirklich toll gemacht. Klasse. Ja, bin ich mal gespannt, in welchem Element der dann spielt. Ist es Erde? Ist es Höhle? Ist es was auch immer, ne? Mit diesen grünen, leuchtenden Elementen, das ist schon toll. Ich sag ja, irgendwann haben die Dinger LED und dann leuchtet es dann auch entsprechend aus den Augen und aus solchen Geschichten, die halt aus klarem Kunststoff hier gegossen wurden. Das ist schon, also, klasse, toll. Auch die Haltung ist super. Kann man hier, nee, kann man nichts bewegen. Tolle Stellung. Das ist das, was ich meine. Es braucht gar nicht Bewegung. Wenn eine Figur in einer tollen Stellung eingefangen wurde, ist das perfekt. Hätte es das schon gegeben, als ich Kind war, oh mein Gott, ich wäre total ausgeflippt. Ne? Ich flippe ja jetzt sogar schon aus, wenn ich das sehe. Kein gerader Rücken, sondern so ein bisschen durchgebogen. Ganz, ganz klasse. Echt, auch die Proportionen stimmen. Toll. Natürlich extrem muskulöses Oberteil, ne? Aber was für ein Hammerviech. Also mit diesem Grün, das Braun, ganz, ganz toll. Super harmonisch das Ganze. Dann, wir sind noch lange nicht fertig, kommen wir hier zu einer kleinen Wiederholung. Auch diesen Drachen gibt es schon. Wartet mal, ich hole mal kurz raus. Dieser Drache heißt in dieser Form Seemonster. Den gibt es bereits als Drache-Taucher in einer alternativen Bemalung. Also den haben sie hier nochmal komplett neu bemalt in
Blau, auch den werde ich noch mit der Originalfigur vergleichen. Und das ist ein toller Drache. Das ist mit einer der besten Drachen von Schleich, finde ich. Ich meine, Schleich hat viele hervorragende Drachen in den letzten Jahren herausgebracht. Aber der ist schon echt wunderbar, bizarr und strotzt nur vor Details. Gerade was die Schuppen, die Rückenflossen hier anbetrifft, auch das Schwanzende. Überhaupt die ganze Bewegung, das ganze Design und so weiter und so fort. Auch hier sehen wir wieder ein Kugelgelenk an seinen Flügeln, Vorderarmen, wie auch immer ihr das interpretieren wollt. Aber es ist wenigstens so gemacht, dass es nicht stört. Also von dem her ist es absolut okay. Ja, krasse Farbgebung. Da muss ich mich jetzt direkt mal kurz dran gewöhnen. aber ist einfach nur toll. Dazu kommt, glaube ich, auch noch so eine Art Oktopus-Wasserwesen oder sowas. Der ist noch nicht erschienen, auf den warte ich noch. Und ich glaube, die passen perfekt zusammen. Also auf die Eldrador-Creatures kann man sich, egal welche Figur, auf die kann man sich alle freuen. Wenn man sowas in der Richtung mag, der Hammer. Und ich hoffe so, dass die Leute drauf anspringen und nicht immer nur dieses ewige Merch kaufen zu irgendwelchen Filmen, sondern auch unbedingt mal wieder hier neben den Weg gucken und nicht immer nur hier das, was man halt allgemein so kennt, ne? Weil oh Gott, was für tolle Figuren. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? Hier haben wir, ich glaube, das ist auch ein Wolf, aber ein ganz anderer als dieser Lava-Wolf. Auch das hier schön aufschneiden. So. Also ganz, ganz super verpackt. Viele liebe Grüßchen an den oder die Verpackerin. So, ich mache das mal weg und guckt euch an, alleine schon dieser transparente Rücken. Wie Hammer ist das denn? Oh mein Gott, was für ein Hammer-Eiswolf. Guckt euch den Blick an. Wow, also der braucht sich hinter irgendwelchen Resinskulpturen 0,0 zu verstecken. Das ist ja der Hammer. Also der gefällt mir jetzt mit am besten bisher. Das ist ja nur krass. Dann halt auch noch diese Narbe hier am Auge, ne? Wie Burner ist das denn, bitteschön? Guckt euch dieses Maul, dieses Gebiss, und sie haben sogar noch eine schwarze Lippe drumherum gemalt, falls man es überhaupt sagen kann. Schwarze Lefze, das trifft es wohl eher. Wunderschön, es gibt ja wahnsinnig viele Wolfskulpturen. Eine sieht schlimmer aus als die andere, aber der ist Burner. Der Wahnsinn, Eiswolf oder was auch immer. Und dieses Transparente hier auf dem Buckel, das ist ja nur der Kracher. Guckt euch mal an, was für schöne Skulpturen. Und die sind echt nicht teuer. Ihr werdet euch wundern, was die kosten. Ich konnte es auch nicht fassen. Also wunderbar, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk von Schleich an Fantasy-Fans. So sehe ich das. Und ja, und alleine der Hintergrund, top. Also die Schachteln kann ich eigentlich gar nicht wegwerfen. Ne? Die sind absolut super schön gemacht. Wow, also ich bin gespannt, in welche Welten die alle hier reingehören. Und ja, hier seht ihr nochmal, komplett im Schweif werde ich dann im Review auspacken. Ach, fantastisch. Also wow, bisher mit einer der absolut besten Figuren, die ich hier gesehen habe. Und nicht nur in der Serie, auch dieses ganze Fell, diese Farben, ne? Klasse, der Strich hier übers Auge, der hier weitergeht und, oh, ich muss aufpassen, ne? Ist ja nur eine Vorschau und ich fange hier schon mit dem Review an. Der Burner, was eine Hammerfigur. Boah, ich bin geflasht. So, und jetzt, ja, jetzt kommt er. Erstmal auspacken hier, klasse. Und der erinnert mich halt wahnsinnig an den Eisdämonen von Enchantica, von den Farben, von der Stellung etc. bla bla bla. So, das hier ist dieser Eistroll. Guckt ihn euch an. Bei Enchantica heißt er Eisdämon. Ja, auch so ein, ist eigentlich in der Aufmachung echt ähnlich. Aber klasse, das jetzt hier mal von Schleich als Schneemensch oder Schneeoger oder was weiß ich zu sehen. Der Hammer, guckt euch den an. Ist der nicht super cool? Klasse, kommt besser wie auf den Produktbildern, der Wahnsinn, Arme sind beweglich, jawohl, yay, jubel, jubel, freu, klasse. Und hier die Keule, guckt euch diesen, das ist ein Hammer, guckt euch mal diesen Eishammer hier an, boah, wie krass, oder? Ist das nicht Burner? Das ist, Schleich, ich freue mich, echt, oh Mann, das haben wir uns doch aber echt verdient, oder? Toll. Guckt euch alleine dieses Fell hier an. Ja, auch die ganze Struktur. Super, super gut gelungen. Wahnsinn. Boah, hier Glückwünsche und Komplimente en masse. Was für ein Hammerteil. Boah, super, super, super. Schön, sowas bei einem Hersteller wie Schleich zu sehen. Also ich, ja. Ah,
Klasse, klasse, Leute. So, habe ich noch was? Wie viel waren das? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, oh, oh, krass, krass, krass. Moment. Herrlich. Auch eine Figur, auf die ich mich unheimlich gefreut habe. Weil halt einfach krass. Wirklich krass. Achtung, Leute. Wir haben hier einen Hai. Jetzt mache ich das hier mal weg. So, das ist ein Hai, oder? Guck dir dieses Vieh hier an. Burner, Narbe, mitten hier über dieses heiliger, keine Ahnung was. Boah, und guckt euch dieses Artwork hier an. Dieses versunkene Schiff unter Wasser und dann dieses Seemonster hier mit diesen mutierten Kiefern. Krass, ne? Hat man natürlich auch schon gesehen. Ist jetzt wirklich, ja, man kennt's. Aber hier in dieser Form von Schleich, der Oberhammer. Wer hätte es gedacht, dass sie mal sowas hier rausbringen? Gott, ich bin begeistert und ich hoffe so. Oh Gott, man kann's Maul auch noch bewegen. Ja, unfassbar. Guckt's euch an. Wie Burner ist das denn? Hier überall, guck mal, tiefe Kiemen, überall hier aufgerissen, die Haut und Blut und so muss es sein. So liebt man das doch, oder? Was für ein krasses Hammerteil. Wow, und die Zähne sind auch klasse. Vor allem hier, guck mal, ganz ungleichmäßig die Zähne, ne? Welche, die nach außen wachsen. Hier ist die Reihe einigermaßen gleich, aber unregelmäßig. Und das gefällt mir. Das sind so Feinheiten bei so Skulpturen. Das begeistert mich immer wieder. Klasse Gesamtdesign. Das ist super gemacht, hey. Echt, wow, 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 wow. Ich freue mich so auf die Einzelreviews. Ich kann es euch gar nicht sagen. Auch die Farben sind toll gewählt, ne? Das sind jetzt zum Beispiel wieder so Wasserfarben wie von diesem Drachen. Ja, eher blau und dieses Rot ein bisschen, das ist schon richtig, richtig cool. Gott, waren das schon alle? Ja, das waren schon alle. Oh mein Gott, die kriege ich gar nicht alle hier auf den Tisch, ne? Wartet mal, ich probiere es mal. 2000 Jahre später. Nö, ich krieg's nicht auf den Tisch. Keine Chance. Ist aber auch egal. Ich stelle die alle hier nochmal einfach so irgendwie elementmäßig zusammen, was ich denke, was zusammengehören könnte. Kann mich aber natürlich auch täuschen. Also hier haben wir definitiv irgendwie Feuer oder Lava mit diesen drei Figuren hier beginnen. Es kommt auch noch ein Special Set, wo ein, ja, total abgefahren, wo so eine Art Feuer... Löwe, ja, so ein Lava-Löwe mit brennender Mähne gegen so ein Eistroll, Eisoger oder was auch immer kämpft und das ganze Set kommt mit so einem riesen Schwert im Stein. Also da freue ich mich auch drauf. Das ist auch mit Abstand das teuerste, aber das werde ich mir auf jeden Fall leisten. Und wie schon gesagt, was jetzt hier auch nicht dabei ist, das ist dieser Krakenmann, Oktopusmann mit einer Knochenlanze. Sieht hammermäßig aus, wenn ich ihn kriege. Werde ich natürlich auch vorstellen, ganz klar. Also jetzt hier mal die drei, irgendwie Lava oder Feuer, Wolf mit zwei Köpfen, dann hier dieser Lavadrache, dieses Lava-Monster. Das einfach mal hier für dieses Element. Dann haben wir hier auch noch dieses Eisthema mit ganz links Eiswolf mit Eisdrachen und mit, ja, Eistroll, Eisoger, Eisgigant, wie auch immer, auch fantastische Figuren. Boah, Leute, der Hammer. Und es geht weiter mit dem Element Wasser. Hier haben wir ein Monsterhai und ein fantastischer Wasserdrachen. Super. Und dazu fehlt halt eben noch dieser Oktopuskrieger, Oktopusmann. Auch ein tolles Set, passt Weltklasse zusammen, auch von den Farben. Kann ich euch jetzt schon sagen, fantastisch. Ja, und wir haben hier irgendwie, keine Ahnung, das scheint so das Thema Stein zu sein. Wir haben hier links ein Skelett oder einen Steinkrieger, wie auch immer. In der Mitte haben wir so einen Steinbeißer, Steinoger, Steinriesenmonster, keine Ahnung. Rechts so eine Art Höhlenbär mit Steinkranz um den Hals. Wie auch immer, ich sag ja links, das ist vielleicht nicht unbedingt ein menschliches Skelett, vielleicht ist es einfach nur tatsächlich ein Steinskelett. Was die drei auf jeden Fall verbindet, ist dieses grüne Element, dieser grüne Kristall, dieses grüne Leuchten, möchte ich schon fast sagen. Vielleicht verbindet sie auch so eine Art grünes Blut. Ja, sind's Felswesen, sind's Erdwesen, wie auch immer man das darstellend, oder ich werde es dann sehen, wenn ich die Titel von den Viechern nochmal sehe, habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall
fantastisch gelungen. Fantastisch. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal hier schleich meine allerherzlichsten Grüße ausrichten. Das ist wow. Und vor allem auch den ganzen Leuten, die an dieser Serie hier beteiligt waren. Den ganzen Modelleuren, Skulpteuren, Paintern, Grafikern, alle Leute, die wirklich hier ihren Teil dazu beigetragen haben, um sowas hier auf die Beine zu stellen. Ich möchte nicht wissen, was da Geld drin steckt, was da Geld reingeflossen ist in die ganze Entwicklung, jetzt auch in die Produktion, weil es ist einfach eine runde Sache. Die Verpackung stimmt, die Figuren stimmen. Toll. Und Leute, um Himmels Willen, kommt mal ein bisschen weg von dem Merch, guckt auch mal rechts und links neben den Weg, guckt mal in den Wald rein, denn es gibt so fantastische Figuren von verschiedenen Herstellern und Schleich bringt es hier in einem wirklich neuen Gewand, mit neuen Farben, mit einer neuen Verarbeitung, mit wirklich ganz, ganz tollen Details in den Figuren, in den Farben. Das ist in meinen Augen sensationell. Ich freue mich so dermaßen, denn das ist Fantasy pur. Da lebt mein Herz auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jeder, der ein bisschen nur ein Funken Fantasy mag, der kann sich in die Serie verlieben. Man muss mit Sicherheit nicht jeden Charakter mögen, aber garantiert für jeden irgendwas dabei. Und das krasses Gegenteil hat Schleich natürlich auch noch bei Yala mit im Programm. Das ist toll. Das sind zwei fantastische Welten und wirklich tolle Serien, muss man ganz klar sagen. Vor allem halt auch mit einer gewissen Konsequenz durchgezogen. Und ich hoffe nur, oder ich wünsche dieser Serie wirklich allen Erfolg, dem man sowas nur wünschen kann, denn sowas hat einfach wieder gefehlt auf dem Markt. Ich sag ja, es ist irgendwo, gibt's überhaupt noch irgendwas Neues auf dieser Welt? Man hat schon alles irgendwo irgendwie gesehen, vor allem wenn du halt schon so und so viele Jahre sammelst, aber die Aufmachung, das ganze Paket, wie das dann wieder präsentiert wird, das finde ich, das ist das A und das O. Und hier bringt man einfach auch mal wieder ein paar neue Impulse mit rein, gerade mit der Bewegung, mit der Optik, ja, vor allem mit der Optik. Das finde ich halt top. Und da kann ich hier Lobeshymnen reden, dass es nur so kracht. Und da geht's auch weniger darum, boah, finde ich das jetzt gut oder finde ich das schlecht? Nein, ich finde es allgemein gut, dass Schleich eben sowas macht. Hier größtes Lob nochmal an alle. Fantastisch, ich freue mich total und ich freue mich jetzt vor allem auf die Einzelreviews. Ich hoffe nur, ich finde die Zeit dazu, das jetzt auch alles zeitnah zu machen. Ja. Okay, also auf jeden Fall, ne, hier, ich mache hier einen Cut. Das war meine Vorschau, mein Preview. Schon wieder viel zu lange. Zur neuen Schleich Eldrador Creature Serie. Fantastische neue Fantasy Serie. Mit dem Thema Elemente. Bis jetzt hier zu sehen: Feuer, Eis, Wasser und Erde oder Fels, je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Ich hoffe und würde mich echt freuen, wenn es die Leute annehmen. Und auch mal wieder ein bisschen aus ihrer Lizenzlethargie rauskommen und auch mal wieder ihre Augen öffnen für so eine fantastische Serie. Wow, klasse. Leutchen, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Ich sage ciao, tschüsschen, winke, winke. Fantastische Grüße an alle. Bis dann, euer Ruppi. Yay. Und natürlich, wow.